sprechen? Evet. Çekiyorum. Şimdi. Lösch mal. Löschen. Oranienstraße, mitten in Berlin. Hier liegt einer von 10 türkischen Hochzeitssälen der deutschen Hauptstadt. Leiter des größten Kreuzberger Hochzeitsbetriebs ist Mehmet Gemitsche. Gemeinsam mit seinem Mitarbeiter Musa Coşkun organisiert er jede Woche bis zu 3 Hochzeiten, von denen mittlerweile eine ganze Branche lebt. Ob Floristen, Fotografen, Friseure, Musiker, Köche oder Zuckerbäcker, hier bleibt man unter sich. Schließlich soll es auch fern der Heimat eine echte türkische Hochzeit sein. Wir sind die älteste Hochzeitssaal in Berlin und wir organisieren die türkische Hochzeiten von A bis Z. Was es gewünscht wird, geht es auch in die Erfüllung. Nächstes Wochenende habe ich von meinem Mitarbeiter die Hochzeit von Musa, der Sohn heiratet bei uns. Ich hoffe, dass es auch an dieser Hochzeit gar keine Probleme auftreten und lustige Atmosphäre gefeiert wird und so ein fröhliches Ende hat. Musa Coşkun's Sohn Kaya ist 23 Jahre alt. Dem Bräutigam stehen 3 anstrengende Tage bevor. Am Donnerstag die Trauung auf dem türkischen Konsulat, am Freitag das Henna-Fest, eine Art Polterabend, und am Samstag das Hochzeitsfest. Das alles kostet eine Menge Geld. Das Gold ist ja ganz schön teuer. Und ein Brautkleid natürlich muss gekauft werden. Seil, Wohneinrichtung. Also das muss alles der Braut machen. Also Bräutigam muss das alles machen. Also wird von mir bezahlt alles natürlich. Friseur und dann auch noch Foto, sagen wir. Ja. Und dann Henna-Tag. Also im Hochzeiten auch Dings Essen bestellen für 500 oder 600 Leute. Das wird extra bezahlt.